So, ich habe mich dazu entschieden, einen Zwergen zu nehmen, und zwar den Runenbewahrer als ersten Charakter. Und dann werden wir uns den schon mal erstellen. So, wir haben in der letzten Folge schon alles durchgegangen, was das hier alles bedeutet, was das ist, was der kann. Deswegen werde ich mich damit jetzt nicht weiter aufhalten und den Charakter erstellen. So, zuallererst müssen wir einen Namen vergeben. Tja, wie nennen wir den denn? Das hätte ich mir vielleicht auch vorher überlegen können. Ich nenne ihn. So. Gucken, ob der schon vergeben ist oder ob es den. Wie kann ich das testen? Gar nicht. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Charakter erstellt habe. Okay, wir können unseren Ursprung wählen. Wo kommen wir denn her? Aus dem blauen Gebirge, aus den Eisenbergen, vom einsamen Berg, vom grauen Gebirge. Wir kommen vom einsamen Berg natürlich. Wir sind nämlich einer der Besten. So. Ihr stammt vom Erebor, dem einsamen Berg, in dem Smaug, der Hüter des Goldes, sein Lager hatte, bis Thorin Eichenschild den Berg für sein Volk zurückeroberte. Oh, Spoiler! Dort regiert jetzt dein Eisenfuß als König unter dem Berg. Zwerge haben in der Regel kurze, einfach nordische klingende Namen. Sie enden in der Regel auf Uri, Oin, Uili, Alin, Orin und, oder auf Bier. Meistens haben sie Präfixe, oh Gottes Willen, das ist ja krass. Oder aus Merinkon, huiuiuiui. Einige wenige Zwerge haben komplexere Namen, bei denen ganze Wörter mit besonderen Endungen, ja, so wie in Nizibir. Okay. So, wir kommen vom einsamen Berg. Wir heißen hoffentlich Nizibir, hoffentlich gibt es den Namen noch. Und hier können wir jetzt unseren Charakter anpassen. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Optionen. Ah, da ändert sich die. Können die Kinder näher ranfahren? Nee, kann ich nicht. Da ändert sich die Nase. Ah, machen wir uns schon ein dickes Näschen, würde ich sagen. Oh ja, sehr geil. So, die Augen. Ja, so mit bisschen. Ja, ich glaube, es sieht ein bisschen verhaut aus, würde ich sagen. Ja, so ist doch geil. So, die Augenbrauen. Können wir etwas dichter, schmaler? Ja. Der Mund. Ja, da ändert sich jetzt nicht viel. Nee, das ist mir ein bisschen zu rot. Aber doch einfach so. Details, was sind denn? Ah, hier. Narben und Sommersprossen. Ah, so eine Narbe über dem rechten Auge, das kommt schon geil. Ja. Mama. Ist gekauft. So, Details haben wir. Die Frisur. Schauen wir doch mal. Okay, das ist so ein bisschen Rasta-Style. Mit Pferdeschwanz. Mit Pferdeschwanz. Iro? Mit Pferdeschwanz. Was gibt's denn noch? Nee. Nee. Ah? Ah. Er ist ein bisschen zu weibisch. Oh. Oh. Das kommt doch geil. Jo. Der Bart. Nein. 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 Um Gottes Willen. Nein. Nein. Oh, das sieht ja aus wie. Nein. Aber sowas von nein. Ah, der ist nicht. Der kommt gut. Ah, gibt's noch was anderes? Den? Nein, nein. Ah, der erste, der gefällt mir aber auch. Der passt, glaube ich, besser zur Frisur. Der ist gekauft. So, die Augenfarbe. Was haben Zwerge für Augenfarbe? Grün? Ich nehme mal so ein Grün. Sieht man sowieso nicht. Hautfarbe machen wir mal ein bisschen dunkler. Jawohl, wir kommen vom einsamen Berg. Machen wir ein bisschen heller. Haarfarbe natürlich grau. Meinem Alter entsprechend. Yep. Okay, hier haben wir noch den Körperbau. Schmal. Boah. Jawohl, das ist mir ein bisschen zu viel. Machen wir es so Mitte. Jupp, der ist doch nice. Okay. Wir haben eine Haarfarbe. Im Körper kann man sonst noch was machen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Charakter stellen und hoffentlich ist der Name noch nicht vergeben. Ha! Okay. Machen wir doch einfach einen zufälligen. Danavat, nein. Durgant, nein. Margrit, nein. Hambur?
Hamburg. Ich bin zwar nicht aus Hamburg, aber ich finde den Namen ganz cool. Hamburg. Soll man Hamburg nennen? Hamburg, Hamburg, Hamburg. Das klingt auch nach fünfmal sagen noch gut. Nehmen wir doch einfach Hamburg. Ach nee, jetzt gibt's. Ich dachte, es sind Namen, die es noch nicht gibt. Scabby. Scabby finde ich aber auch geil. Oh, hoffentlich gibt's Scabby noch nicht. Ja, ich bin Scabby. Oh, jetzt seht ihr natürlich auch meine anderen Charaktere. ja, Scabby. Wir spielen Scabby. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Intro-Video. Wenn dem so ist, dann halte ich jetzt natürlich mein Maul. Und wenn nicht, dann müsst ihr weiter mein Gelaber ertragen. So, jetzt kommt aber erstmal der Ladebildschirm. Von den Add-ons jetzt den kaufbaren, die es da gab, die Erweiterungen. Ich glaube, dort bin ich eins vor dem, was jetzt gerade aktuell ist. Ich glaube, ich habe die letzte, das ist hier Westwohan, die habe ich noch nicht. Ich glaube, die ich habe, das ist die noch Ostrohan oder so. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, wie die hieß. Aber ich glaube, das macht jetzt erstmal keinen Unterschied, weil das natürlich erst das Endgame ist hier, Westwohan. Und das ist jetzt erstmal kein Thema, weil wir fangen ja ganz von vorne an. Okay, ja, Ladevorgang. Aber ein schöner Ladebildschirm. Hier mit, das wird wahrscheinlich. Ach, wie hieß er denn? Mann, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein. Hier der König von Rohan. Der Dings halt. Gabba Gandalf. Der Legolandlass. Das ist wahrscheinlich Aragorn da hinten. Gimli. Ja. So, jetzt könnt ihr aber schon langsam laden. Während ihr euren langen Tag in der silbertiefen Mine beginnt, gestikuliert ein alter Mann, euch näher zu kommen. Er ist ein enger Berater von Thorin Eichenschild, dem Meister dieser Hallen. Was könnte er einem einfachen Minenbauer wie euch zu sagen haben? Okay, Gabba Gandalf wartet auf uns. So, wir kommen jetzt hier Tipps angezeigt. Ich werde sie jetzt erstmal anlassen. So, ich ziehe mir jetzt erstmal das Chatfenster größer. Ihr habt jetzt hier zwei Fenster gesehen, die auf waren. Das sind, glaube ich, noch Add-ons gewesen, die ich von meinem letzten Spiel noch drauf hatte. Ja, ich werde jetzt einfach mal, wenn ich diese Folge hier beendet habe, werde ich dann einfach mal gucken, dass ich die ausschalte und vielleicht dann irgendwann eine eigene Folge mache, mit nur den Add-ons zu beschreiben. Aber da muss ich mich tatsächlich noch reinfuchsen und mir jemanden zu Hilfe holen, der da jetzt gerade im Moment noch sehr aktiv ist bei Lotro oder Herr der Ringe Online. Ja, dann werde ich den mal fragen, wie ich das dann am besten mache oder ob der vielleicht sogar Bock hat mitzumachen und ein bisschen zu beschreiben. Das wäre natürlich super. So, auch das hier ist ein Teil des Add-ons. Tut mir leid, wenn ihr das jetzt hier noch diese Add-ons noch mit gucken müsst. Ich werde gucken, dass ich die auf jeden Fall erstmal ausschalte und dann irgendwann mal nochmal neu anschalte. So, jetzt ploppen hier überall Tipps und Tricks auf und hier Pfeilchen und so. Das ist alles ziemlich neu. Also das kenne ich noch nicht. Das gab es bei mir noch nicht, dass das so aufklappt. Intro scheint, glaube ich, noch das gleiche zu sein, aber ich bin ganz ehrlich, erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja. Also Aufgaben und Aufgabenringe. Zahlreiche Charaktere, euch Aufgaben durch einen Rechtsklick auf Person oder Gegenstände beim Ring. Ja, das ist noch ganz normal. Also Bewegung ist natürlich ganz klar, WASD, wie es halt bei jedem Spiel ist. Links, rechts drehen. Q und E natürlich zur Seitwärtsbewegung. Was haben wir hier? Ah ja, genau, das ist die Einstimmung. Das kann man, glaube ich, noch verschieben. Ja, das Combat Analysis Logo. Das ist das, was ich eben als Add-on habe. Da gibt es hier nochmal einen Tipp dazu. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht beschreiben, näher, wie gesagt. So. Der grau gekleidete Mann ist Gandalf, ein Berater eures Herrn Thorin. Ja. Dann werden wir doch den Gandalf gleich mal anklicken.
und während des Kampfes erzähle ich einfach was dazu. So, Gandalf, gib die Instanz in die Silbertiefe. Sprech mit dem Zauberer, klick mit der rechten Maustaste auf Gandalf, um mit ihm zu interagieren. Okay. Werdet ihr einem alten Mann so, Instanz in die Silbertiefe. Ihr da, ihr seid ein Minenbauer, nicht wahr? Nennt mir euren Namen, Herr Zwerg. Scabby, ein feiner Name. Ich bin Gabba Gandalf, falls euch dies noch nicht bekannt ist. Ich bin natürlich ebenfalls Gandalf, falls euch dies bereits bekannt ist. Hm? Achso. Gandalf der Graue. Würdet ihr mir einen Gefallen tun und ein Stück mit mir spazieren gehen? Ich bin recht müde und könnte etwas Gesellschaft brauchen. Na gut, mit einem alten Mann über die Straße gehen ist eine gute Tat. Das werden wir doch einfach mal machen. Begleitet Gandalf eine Weile und hört zu, was er zu sagen hat. Okay. So. Ah, es laggt jetzt gerade schon ganz schön. Entweder, ich glaube nicht, dass das am Fraps liegt. Ich glaube eher, dass das gerade ein bisschen was mit dem Spiel zu tun hat. Es ist jetzt Sonntag gerade, also es ist natürlich Hauptzeit hier. Da wird schon einiges los sein. Von den Servern her sieht es so aus, es gibt viele zur Auswahl. Auch reine Roleplay-Server. So, hier geht jetzt ein Gespräch ab. Der einsame Berg wartet. Ach, Balin. Guck mal. Und Valin. Ja, wie gesagt, es gibt mehrere Server zur Auswahl. Es gibt aber keine PvP-Server, so wie man es jetzt von anderen kennt. Denn das PvP hier ist sehr, sehr stiefmütterlich. Das heißt, das ist nicht so der Hauptaugenmerk hier in dem Spiel bei Herr der Ringe Online. Es ist jetzt auch nicht gerade, Knaller. Wir können es gerne mal zeigen. Ich mache aber mal eine eigene Folge vielleicht von machen. Dann werde ich mal zeigen, wie das PvP hier aussieht. Also, wer jetzt hier auf das PvP gespannt ist oder ein PvP-Spieler ist, der wird bei Herr der Ringe Online ehrlich gesagt nicht glücklich werden. So, dann werden wir Gandalf gleich mal ansprechen. Ja, wir waren noch bei den Servern. Die Server sind, wie gesagt, Roleplay-Server und normale Servern, denen man sich ganz normal unterhalten kann. Hier unten gibt es einen Chat. Es gibt einen Welt-Chat, in dem man der ganzen Welt sprechen kann. Dann gibt es Gruppenchats, wie es halt ganz normal ist in MMOs. Server sind mehrere da, auch mehrere deutsche Server, die es dort gibt. Ich glaube, es gibt zwei, drei deutsche Server, die rein nur normale Server sind, keine Roleplay-Server. Und ich glaube, es gibt nur einen oder vielleicht sogar zwei, da bin ich mir nicht sicher, reine Roleplay-Server. Ich habe mal auf so einem Roleplay-Server gespielt und ich sage es euch ganz ehrlich, das wird hier sehr, sehr, sehr ernst genommen. Das heißt, wenn man sich auf einem Roleplay-Server befindet und man benimmt sich mal daneben, dann ist die Community hier in Herr der Ringe Online wirklich knallhart und ihr seid aus dem Ding einfach raus. Also ihr werdet niemanden mehr finden, der mit euch irgendwas spielt oder der mit euch irgendwie handelt oder euch mal was schenkt oder euch irgendwo hilft. Die sind wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft und ihr müsst hier sogar, wenn ihr euch in einer Stadt befindet auf einem Roleplay-Server, dann dürft ihr hier nur gehen. Das heißt, das normale Laufen, wie es jetzt hier ist, dass ihr hier so ganz normal lauft durch die Stadt, das ist hier nicht drin. Ihr könnt es zwar machen, aber wenn euch dabei jemand entdeckt, der wird euch gleich als Nicht-Roleplay-Spieler outen und dann könnt ihr das Ding sowieso vergessen, dann könnt ihr gleich auf den normalen Server gehen. Das Gehen ist, glaube ich, so. Also ihr müsst dann so euch durch die Stadt bewegen. Das ist das Maximum, was ihr dürft. Und auf dem Pferd schon gleich gar nicht. Ja, so ist das hier. Und natürlich auch im Chat muss natürlich in Roleplay-Sprache gesprochen werden. Das heißt, ihr müsst tatsächlich wirklich so diese Sprache, die sie halt eben bei Herr der Ringe im Film oder im Buch haben, auch die müsst ihr so verwenden und ihr müsst mit den Menschen auch so interagieren. Hier gibt es dann auch keine Namen, wie es jetzt zum Beispiel hatte Nizibir oder so. Das wird dann sofort gemeldet und dann seid ihr raus. Ja, so knallhart ist das hier. Und ich habe es auch live mitbekommen. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ja. Aber erstmal zu Gabba Gandalf und fortsetzen. Ich habe vieles zu erledigen, doch Gandalf hat noch mehr zu sagen. Na gut, dann hören wir halt zu. Jo, komm, schwing die Hufe, Mann. Der letzte Gefährte, der uns... Ach, das ist hier so ein bisschen Vorgeschichte von der Hobbit. Ach, guck mal hier, Gloin. Und der Gimli. Und da hinten ist der Thorin. Der schaut aber ein bisschen anders aus als im Film. Das ist übrigens auch noch eins. Also das Spiel hier orientiert sich nach den Büchern.
Und nicht nach dem Film. Also das haben die auch gleich so gesagt oder stellen die auch gleich klar. Also dass das hier nicht wie im Film es dargestellt wird, sondern das richtet sich rein nach den Büchern. Und es wird hier auch tatsächlich dieses Spiel hier, die Tolkien-Gesellschaft ist auch sehr knallhart. Das heißt, die nehmen das Ganze sehr ernst, das Erbe von Tolkien, und verteidigen das auch vehement. Und das PvP hier in dem Spiel, wenn ihr es seht, auch das ist ein reines Zugeständnis der Tolkien-Gesellschaft, dass das hier überhaupt so möglich ist, wie es in der Form ist. Und die überwachen dieses Spiel tatsächlich und gucken, dass das alles authentisch wie möglich ist. So. Okay. Gormr-Murschmied. Ja, so sieht er auch aus. Hallo? Alte! So, sprech mit Gorgormr, dem neuen Truchsess von Thorins Halle. Okay. So, in Ordnung, Jüngling. Ihr habt lange genug herumgetrödelt. Ihr solltet euch wieder an die Arbeit machen. Hat euer Vorarbeiter euch nicht genug zu tun gegeben? Holt eure Ausrüstung aus der Tasche nahe dem Eingang. Aha, okay. Hier holen wir also unsere Ausrüstung. Hier ist auch die Tasche. Wahrscheinlich wieder Rechtsklick. Öffnen. Zack. Wir haben einen geborstenen Runenstein gefunden. Okay. Wir nehmen uns alles. So, hier. Ja, was ist denn hier los? Die Kamera zu bewegen. Ja, okay, das können wir. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Tasche öffnen. Ah, was haben wir denn hier alles? Guck mal. Ah, das sind die Sachen aus meinem. Ah. Aha. Da werde ich mir die gleich mal ausrüsten. Runenstein. Zack. Ein Pferd. Gut, reiten können wir noch nicht. Das packen wir erstmal hier unten rein. Geschenk. Okay. Noch ein Pferd. Meine Güte, was es hier alles gibt. Ach, gehen wir erstmal von oben auf. Ring der Beweglichkeit. Wir brauchen zwar keine Beweglichkeit, aber trotzdem rein damit. Der Umhang des Friedensbewahrers plus Moralreg auch. Wir nehmen alles, was wir gerade kriegen können. Das ist Zierwerk, okay. Zierwerk zeige ich gleich mal. Noch ein Pferd. Sag mal, wie viele Pferde habe ich denn hier? So, Runenbewahrer Einstimmung. Wie was? Ah, das ist die Beschreibung der Einstimmung, aber das werden wir im Spiel noch alles durchgehen. Deswegen werde ich das hier zerstören. So, Stein der Derut ist ein Beutelgegenstand, hat plus 25% Erfahrungsgewinn beim Handwerk. Und für Siege, ja, das ist 25 Erfahrung, das nehmen wir uns doch. So, hier haben wir Umhänge, die wir aber noch nicht benutzen können, weil wir mindestens Stufe 20 sein müssen. Also packen wir die auch hier unten rein. So, und so. Was haben wir denn hier? Wert ein Kupfer. Oh. Rüstung. Ach, das ist wieder Zierwerk. Okay, das sehen wir uns auch gleich an. Dreijahresgeschenk. Drei Stahlschlüssel, okay. Minimalstufe 15, von mir aus. Feuerwerk, yeah! Zweijahresgeschenk. Ach, das sind Geschenke wegen meinem Abo, wahrscheinlich. 10 Kampftränke der Wiederherstellung. Entfernt vom Ziel bis zu 3 Effekte Krankheit. Oh, das können wir noch brauchen. Das packen wir mal hier rein. Plus Angriffsschaden, Dauerstunde 30. Aktiviert. Plus 5% aktiviert. So. Das sind so Boni-Sachen. Aber das werden wir alles noch kennenlernen. So, das kann ich verkaufen. Das ist zum Benutzen. Das werden wir auch gleich mal benutzen. Und dann zeige ich mal das Zierwerk. So, machen wir uns den Charakterbildschirm auf. Der Charakterbildschirm. So, im Charakterbildschirm gibt es. Oh, was ist das denn? Das ist auch neu hier unten. Geldbeutel, Biografie, Titel, meine Güte. Ja, da werde ich mich noch auseinandersetzen müssen mit. So, hier klicken, um einen Titel zu wählen. Schauen wir mal, ob wir schon einen Titel haben. Scabby vom Einsamen Berg, Freund der Mark und Wächter des Isen. Nehmen wir doch vom Einsamen Berg. Zack. So. Zierwerk. Ist hier oben ein Reiter? Hier sieht man die Ausrüstung. Und hier das Zierwerk. So, das Zierwerk ist rein dazu da, um das Aussehen zu ändern. Ändert nichts an den Sachen, die man hier hat. Die Stats. Stats.
die Stats, die hier drauf sind, bleiben natürlich erhalten, wenn man Zierwerk dreht. Man sieht einfach nur anders aus. So, dann haben wir hier Schulterpolster der Westfold. Ich glaube, Schulter wird wahrscheinlich hier sein. Nein. Helm. Was haben wir denn hier? Haben wir einen Helm? Reif der Westfold. Kann ich noch gar kein Zierwerk tragen? Das ist alles so ausgegraut hier. Schulterpolster. Also Stiefel, komm hier rein. Benutzt die Registerkarte Ausrüstung um. Ja, verstehe ich nicht. Das kapiere ich jetzt nicht. Warum kann ich das nicht ausrüsten? Das sind doch eindeutig die Schultern. Ah, hier sind die Schultern. Nee, geht nicht. Benutzt die Registerkarte Ausrüstung. Ha. Steht hier irgendein Hinweis dazu? Warum? Ausstattung 1. Ah! Das war immer noch der Ausrüstungs. Okay. Ah, ich verstehe. Okay, hier gibt es verschiedene Ausstattungs. Gut, einige davon muss man sich dann im Shop kaufen. Aber Ausrüstungsfeld 1 ist frei. Ah ja, hier ist das Zeichen für den Shop. Gut. Ja, dann haben wir doch die Folge mal grandios vergoldet. Noch keine einzige Quest gemacht. Aber wir haben schon mal ein bisschen was kennengelernt. Ich werde die dann auch gleich stoppen. Ich werde nur kurz noch hier das Zierwerk zeigen. Handschuhe dahin. Stiefel dahin. Der Ringpanzer gehört wahrscheinlich hier zur Brust. Ja. So, und dann haben wir noch ein Haarreif. Oh, schön Haarreif. So, jetzt sehen wir so ein bisschen rohanig aus. Boah, sieht aber ganz schön. Ein richtiger Brecher irgendwie. Das gefällt mir aber ganz gut so. Ja, das bleibt jetzt hier erhalten. Okay. So, dann haben wir das soweit. Zierwerk, so, und schon sehen wir. Ne, wir sehen gar nicht anders aus. Ah. Wir werden es noch tragen müssen. Charakterbildschirm auf. Zierwerk. Ausstattung. Folgende Ausstattung tragen. Ausstattung. Ah. Nice. Ach, wir sehen schon recht cool aus, finde ich. Passt schon. So, was haben wir jetzt hier unten? Ah, das gehört wieder zum Add-on. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall ausschalten, bevor die nächste Folge kommt. Ich werde die auch ziemlich schnell raushauen, die Folgen, dass es nicht so viel dazwischen ist, denn bis jetzt war noch keine Action dabei. So, wir können jetzt noch eine Action bringen. Wir heilen uns mal ganz kurz. Wusch. Was für ein Lag. Zack. Okay, damit sage ich erstmal goodbye. Wir stehen hier vor der Höhle, werden gleich mit Gimli reden und dann da reingehen und ein bisschen was klopfen, hoffe ich hier. Dass es dann in der nächsten Folge kommt, dass da irgendwas gibt drin. Wahrscheinlich wird es da irgendwelche Mobs geben, die wir erschlagen können. Dann kann ich mal ein bisschen was zeigen hier. Ich werde noch ein bisschen die UI einrichten, die Add-ons ausschalten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.